Jetzt hier mit Christoph im Dock-In in Warnemünde, Werft. Und Christoph, der hat das Ganze hier erfunden. Das hier ist nämlich ein Hostel, ein ganz besonderes Hostel aus Containern. Christoph, erzähl doch mal, wie ging das Ganze los? Ja, wir sind hier an den Standort gekommen. Das war mal ein ehemaliger Güterbahnhof, liegt direkt gegenüber von der Werft. Das war also ziemlich schmutzig, ziemlich rau, konnte sich keiner ein Hotel vorstellen. Hier sollte aber eins entstehen, wusste bloß keiner, was für eins. Und wir haben gesagt, wenn man das tut, dann kann man entweder der Billigste sein oder man muss ganz anders sein, sich mit dem Standort auseinandersetzen. Und genau das haben wir dann auch versucht. Wir haben dann, sind auf das Konzept gekommen, ein Hotel aus Überseecontainern, gebrauchten Überseecontainern zu bauen, die hier eben auch in diese Szenerie mit Hafenkränen und Hafenbecken passen. Und ja, haben damit eigentlich ein Beherbergungskonzept erfunden, was einzigartig ist und die Leute auch begeistert. Kommen wir auf das Konzept. Es ist ja einerseits nachhaltig und andererseits ist es ziemlich außergewöhnlich. Kannst du was dazu sagen? Ja, ist außergewöhnlich, ist nach unserem Dafürhalten auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? In den Standardhotels war jetzt jeder schon 10 Mal und heute ist es so, dass die Leute ja viel häufiger Urlaub machen, dafür aber viel kürzer und in dieser kurzen Zeit wollen sie eben relativ viel erleben. Und das kann man hier an dem Standort bei uns im Haus zum einen gut, kann man aber auch in der Destination Warnemünde sehr gut, hat ja einen tollen Strand und hier kann man also wirklich ein super Wochenende verleben. Jetzt die rein praktischen Fragen. Ich meine, ich bin ja jetzt ganz kurz auf dem Zimmer oder im Container gewesen. Wie habt ihr die technischen Fragen gelöst und wie ist das mit Lautstärke nachts und ob es warm wird überhaupt? Ja, also das ist hochkompliziert und die Leute kommen tatsächlich immer mit den schlimmsten Befürchtungen zu uns, nämlich dass es sehr laut wird, dass es sehr kalt wird. Wir haben das aber geschafft, dass die Aufenthaltsqualität in dem Container also durchaus auf Hotelniveau ist. Vielleicht sogar noch besser, die Hotelzimmer stehen ja wirklich wie auf einem Frachtschiff übereinander, sind also gar nicht miteinander verbunden horizontal. Und das führt eben dazu, dass der Schall super ist, also man hört überhaupt nichts, selbst wenn hier Konzerte stattfinden, was eigentlich der Regelfall ist, hört man da oben nichts. Es ist auch kuschelig warm und sehr gemütlich. Wir haben eine tolle Aufteilung gefunden mit dem getrennten Wohn- und Schlafbereich, also fast eine Suite-Qualität. Mit kleinen Bädern wohlgemerkt, die aber das können, was jedes normale Hotelzimmer auch kann. Und ja, das ist ganz witzig und macht den Leuten Spaß. Ja, witzig ist das Stichwort. Ich finde es witzig, aber es passt auch. Und erstmal schönen Dank dafür. Ne? Gerne.